1985 über den Frieden. Was führt Sie vom Frieden zum Krieg? Vielleicht noch ein paar persönliche Anmerkungen. Wie kamen Sie zum Krieg? Wie kommen Sie dazu? Ja, man kommt wahrscheinlich leichter zum Krieg als zum Frieden. Das mit dem Frieden hängt wohl auch damit zusammen. Das war eine Beschäftigung, die ich in den 70er Jahren begonnen habe, dass ich mich mit der österreichischen Friedensbewegung vor dem Ersten Weltkrieg eingehend beschäftigt habe, auch im Rahmen einer größeren Vorlesung an der Universität. Und das habe ich also dann auch ein zweites Mal mit anderen Inhalten gemacht. Auf die Weise ist das halt dann auch zu einem sehr wohl persönlichen Interesse geworden und einem großen Thema. Und schließlich habe ich eine Reihe von Kollegen um mich versammelt, Kolleginnen und Kollegen um mich versammelt, und wir haben einen auch nicht ganz dünnen Band Überlegungen zum Frieden herausgegeben, der allerdings, glaube ich, nicht sehr weit verbreitet worden ist. Das haben solche Bücher an sich, dass sie eine mitunter etwas eingeschränkte Leserschaft haben, aber ich glaube, es ist ein besonders gutes, besonders wichtiges Buch. Und da können wir schon eine Brücke auch zum Ersten Weltkrieg vielfach schlagen, denn eine soziologische Untersuchung, die hat auch für mich überraschende Ergebnisse insofern gebracht, als ein sehr, sehr guter Soziologe hergegangen ist, und der hat nicht nur eine entsprechende Darstellung geben wollen, sondern er hat das Ganze auch demografisch unterfüttert im Bezirk Hainburg. Und zwar, weil er dort zu Hause war, und da hat er Möglichkeiten gehabt, sich bei irgendeiner Befragung anzuhängen. Und zwar ist da eine fingierte Frage gestellt worden hinsichtlich der Kriegerdenkmäler. Und es ist gefragt worden, ungefähr 1000 Leute, ob sie wüssten, dass das Kriegerdenkmal, das mittlerweile ein ziemliches Verkehrshindernis geworden wäre oder aus anderen Gründen eben verändert werden soll, entfernt wird. Und Leute, die also, glaube ich, nicht einmal mehr gescheit gewusst haben, dass es ein Kriegerdenkmal gibt, die jedenfalls achtlos an ihm vorübergegangen sind, die haben in der Regel, und das war also weit über 90%, empört reagiert. Das heißt, es war ganz interessant festzustellen, es gibt keinen persönlichen Bezug mehr, es sind nicht mehr die Ersatzgräber, die ein Kriegerdenkmäler einmal gewesen sind, aber dass die verändert werden sollen, dass die womöglich jetzt dann abgetragen werden sollen, das war also allen zutiefst zuwider. Und das war ganz interessant, und es gibt natürlich andere Brücken auch, die man also gerade im Zusammenhang mit dem Ersten, vielleicht auch mit dem Zweiten Weltkrieg schlagen kann. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, es gab einen berühmten Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud. Und das hat der Völkerbund, ich will nicht sagen, in Auftrag gegeben, er ist also an beide herangetreten und hat diesen Briefwechsel angeregt. Und Einstein hat an Freud ein längeres Schreiben gerichtet, wo eben jetzt zu allen möglichen Problemen Stellung nimmt, nicht zuletzt eben zu Krieg und Frieden. Und dann sinngemäß gemeint hat, na, sagen Sie, Herr Kollege Freud, Sie haben doch da etwas sehr Interessantes entdeckt. Sie sind so weit in die Seelen vorgestoßen und haben sich dem Triebleben gewidmet. Und mich würde also vor allem auch eines interessieren, ist die Aggression, die von Ihnen auch als ein Trieb ausführlich geschildert wird. Etwas, das mit zunehmender Dauer menschlicher Existenz auf diesem Planeten abnimmt. Schwindet der Aggressionstrieb oder bleibt der in etwa der Stärke erhalten? Oder kann man sonst etwas tun, um Krieg zu verhindern? Und Freud hat ihm noch viel, viel ausführlicher geantwortet, und alle sind noch unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs gestanden. Das war ja das Interessante dran, und haben gewissermaßen auch schon wieder am Vorabend des nächsten großen Kriegs geschrieben. Und da hat Freud gemeint, den Aggressionstrieb, den wird es wahrscheinlich immer geben, zumindest würde er in Zeiträumen abzunehmen beginnen,
die absolut nicht überschaubar sind, bezeichnet sich in seinem Brief selber als Pazifisten und stimmt mit Einstein insofern überein, dass es eben ein Gremium geben soll, besser funktionierend als den Völkerbund, sodass es halt durch eine Art internationale Schiedsgerichtsbarkeit nicht mehr dazu kommt, dass Konflikte militärisch ausgetragen werden. Nur dann kommen also ganz eintümliche Passagen. Aber warum wehren wir uns eigentlich gegen den Krieg? Gelegentlich ist er wahrscheinlich unvermeidbar. Bestimmte Formen des Kriegs, zum Beispiel ein Verteidigungskrieg, sind wohl auch legitim. Und das haben wir also seit, ich weiß nicht, Augustinus oder sonst, wo man dann nur noch in den gerechten und den ungerechten Krieg geschieden hat. Aber warum wehren wir uns prinzipiell gegen den Krieg? Er ist aus der Menschheitsgeschichte nicht wegzudenken und er ist, so traurig es auch klingen mag, von Zeit zu Zeit wahrscheinlich notwendig. Sagt Freud. Sagt Sigmund Freud. Die Brücke wollte ich noch schnell bauen zu Ihrem Buch. Das steht hier und ich habe auch den Büchertisch mitgebracht, drei Bücher. Das Bücherklavier. Das Bücherklavier, genau, sind auch zu kaufen. Also wenn Sie das machen wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie auch noch eine Signatur von Herrn Dr. Rauchensteiner mitnehmen. Bitte das nach Ende zu bewerkstelligen. Kommen wir nun zum erwähnten Ersten Weltkrieg mit einigen generellen Fragen, die ich mir aufnotiert habe. Also irgendwie aus dem Herzen heraus. Warum haben wir uns das angetan? Das wäre meine erste Frage. Ja. Warum haben wir uns das angetan? Das darf ich dahingehend einmal relativieren. Wir haben uns gar nichts angetan, Gott sei Dank. Das waren also die, in meinem Fall sogar, nicht nur die Großväter, sondern mein Vater war noch im Ersten Weltkrieg. Warum hat er sich das angetan? Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit. Er war geboren 1898, das heißt 17 und nicht einmal 18-Jähriger mit einer vorgezogenen Matura dann an die Italienfront gegangen und bis 1918 dort geblieben. Gott sei Dank lebend zurückgekommen. Warum hat sich jemand das angetan? Es ist ja nicht nur das heutige Österreich, sondern es ist die Habsburger Monarchie, die wir uns als Kriegführenden vorzustellen haben. Und insofern scheint mir das auch sehr wichtig zu sein, dass man das in Erinnerung ruft, weil wir projizieren den Ersten Weltkrieg gerade heuer so unheimlich stark auf Österreich, auf das heutige Österreich. Und da müssen wir uns natürlich fragen, ja, wie verhält sich das heutige Österreich zu den nicht mehr dazugehörenden Teilen eines alten Österreichs? Ist das heutige Österreich noch immer so weit in Reichshaftung, dass es als kleine Republik dafür einzustehen hat, was eben seinerzeit gemacht worden ist? Ich zögere da ein bisschen. Natürlich haben wir eine Art vermehrte Haftung, vielleicht auch, weil eben so vieles von Wien und vom Kaiserhof und von den Zentralbehörden in Wien seinen Ausgang genommen hat, aber auf der anderen Seite ist mein Zögern darin begründet, dass es ja nicht nur Österreicher waren, sondern eben insgesamt 11 Nationalitäten, die in diesem Reich vereint gewesen sind und die der Entschluss zum Krieg über weite Strecken, wenn schon nicht begeistert hat, so zumindest dahin getrieben hat, dass sie es als etwas Notwendiges, Sinnvolles und Unvermeidbares gesehen haben und dass der Patriotismus, und jetzt bin ich wieder bei der Vätergeneration, dass der Patriotismus bis in das Jahr 1918 angehalten hat. Warum tut man sich so etwas an? Der Krieg ist sicher von Österreich entfesselt worden, aber das ist vielleicht den wenigsten so zum Bewusstsein gekommen. Er ist aber auch schon im August 1914 als ein Verteidigungskrieg bezeichnet worden und mit dem Verweis auf eine gewisse Kriegsnotwendigkeit und dass die Monarchie gezwungen sei, einen Verteidigungskrieg zu führen, hat
man natürlich auch jene, die gezögert haben, in diesen Krieg zu gehen und die nicht nur emotional, ideologisch, sondern aus vielen Gründen skeptisch gegenübergestanden sind, gewinnen können. Daher eben dann auch bei Kriegsbeginn diese euphorischen Erscheinungen, die uns heute in jeder Weise ja, merkwürdig zumindest scheinen, bis regelrecht störend. Weil warum ist man über einen Krieg so unsäglich begeistert gewesen, dass man, sofern es Intellektuelle gewesen sind, an der Universität zum Beispiel eigene Vorlesungen, Seminare angeboten hat, dass kaum ein namhafter Dichter nicht hergegangen ist und irgendetwas zu Papier gebracht hat, was zu lesen war, und auch jener, der immer wieder genannt wird, weil er ja angeblich den Krieg so verabscheut hat, Karl Kraus. Was hat er getan? Er hat bis November 1914 geschwiegen. Und da fällt mir halt das Sita-Quizzes ein. Ja. Sie sind ein Verfechter der These, dass der Kaiser Franz Josef zum Krieg von Anfang an eigentlich entschlossen war. Würde ich Sie bitten, dass Sie das ein bisschen begründen, weil der Kaiser doch auch heute noch ein bisschen so mit Lorbeerkranz und so mit... Gerade hier in der Umgebung, da war es mir natürlich schwer. Und Sie haben auch, glaube ich, etwas mitgebracht, was Sie also aktuell gleich im Ischl... darf ich gleich zeigen. Kaiser Franz Josef, 1914, 84 Jahre alt, aber noch durchaus Herr seiner Sinne. Und ich würde sagen, mit einer uneingeschränkten Geistigkeit ausgestattet, die ihn auch bis zu seinem Tod nicht verlassen hat, ist natürlich durch die Entwicklung, die das Verhältnis Österreich-Ungarns zu seinen Nachbarn genommen hat und insbesondere zu einem, zu Serbien, schon bei früheren Gelegenheiten, also wollen wir sagen ab 1909, vollends dann 1912 bzw. 13 bereit gewesen, wenn es nicht anders geht, den Weg in den Krieg zu nehmen. Serbien ist allerdings eben jetzt dann insofern etwas geworden, das zu einer regelrechten Besessenheit, aber nicht nur für den Kaiser geworden ist, sondern es war halt jenes Land, auf das sich die österreichische Politik konzentriert hat, und wo es ja also seit 1909 immer wieder zu Konflikten gekommen ist und dem Versuch, diese Konflikte einzudämmen, und wo man sich 1914 wohl auch sagen musste, es ist nicht gelungen. Der erste schwere Zwischenfall war im Zusammenhang mit der Annexion Bosniens und der Herzegowina. Sie wissen, diese beiden ursprünglich türkischen Provinzen sind 1878 von Österreich okkupiert worden. Im Übrigen nicht aus eigenem Antrieb, sondern über Vorschlag einer Konferenz, die in Berlin getagt hat und wo die Briten vorgeschlagen haben, Österreich-Ungarn sollte die Verwaltung Bosniens und der Herzegowina übernehmen. Das ist geschehen. Das Land, das sich zunächst also nicht sehr begeistert gezeigt hat, dass es jetzt unter österreichische Verwaltung gekommen ist, hat sich nicht nur arrangiert gehabt, sondern hat zweifellos Vorzüge aus dieser Okkupation gezogen. Und ja, 1908 in einer politisch schon wieder veränderten Situation ist es dann zur Annexion dieser beiden Provinzen gekommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier sind auch die Wirtschaftstreibenden und sind die Banker irgendwo am Werk gewesen, obwohl sie bei Kaiser Franz Josef nicht aus- und eingegangen sind. Aber es scheint also gerade aus heutiger Sicht durchaus verständlich, dass man, wenn man Jahrzehnte hindurch irgendwo investiert, dass man sich dann diese Investition auch absichern möchte. Und das ist nach der sogenannten Jungtürkischen Revolution passiert, und die beiden Provinzen sind mit Zustimmung der Russen
interessanterweise annektiert worden. Das sind ganz normale Provinzen der Habsburger Monarchie. Die serbische Reaktion darauf war überbordend hasserfüllt. Weil Serbien und Bosnien und Herzegowina selber haben wollen, wollte sie ins Königreich Serbien eingliedern und ist durch Österreich vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Und da kommt es zu solchen Entgleisungen, nicht zuletzt auch des serbischen Außenministers im Parlament, in der Skupština, im Jänner 1909, dass es hier in Wien zweifellos die Alarmglocken hat schrillen lassen. Das war aber nur das eine. Das andere war, dass weil es eben in einer Weise vorgebracht worden ist, die auch im zwischenstaatlichen Verkehr einfach nicht angebracht gewesen ist, dass dann von Serbien eine Entschuldigung verlangt wurde. Das heißt, es sollte sich der Außenminister entschuldigen. Und die Sache ist insofern dann sehr merkwürdig geworden, weil der Bericht kommt vom österreichischen Gesandten in Belgrad nach Wien. Und in Wien hat man dann die Entschuldigung formuliert, richtig den Text geschrieben, ist dann wieder dem Gesandten nach Belgrad übermittelt worden und der ist damit ins Außenministerium gegangen und mit Zustimmung des Ministerpräsidenten hat dann der Außenminister tatsächlich diese Entschuldigung praktisch wörtlich unterschrieben. Also er hat also nicht versucht, das jetzt groß abzuändern und etwas völlig anderes zu schreiben, sondern es ist das unterschrieben worden. Damit konnte man dann Anfang 1909 glauben, da ist wieder mal etwas repariert worden und das hält, aber es hat eben nicht gehalten. Und nach dem Thronfolgermord 1914 kommt eben jetzt diese ganze Entwicklung wieder zum Tragen und es ist nicht ganz unverständlich gesagt worden, ein Land, das gelobt hat 1909, dass es alles unterlassen wird, um das gut nachbarliche Verhältnis zu stören, dass es alles unterlassen wird, um Österreich-Ungarn in irgendeiner Weise herauszufordern oder sonst irgendwas und verbal aggressiv zu wirken. Alles das ist durch diesen Mord ja eigentlich ins Gegenteil verkehrt worden. Es ist, wie man sehr bald festgestellt hat, ein durchaus auch aggressiver Vorgang gewesen, wobei man nur halt nicht gewusst hat, wie weit diese Verschwörung gereicht hat. Mittlerweile scheint es wohl der Fall zu sein, dass sie nicht nur weit verbreitet gewesen ist, sondern dass sie bis ins Königshaus gereicht hat. Auf jeden Fall die politische Elite Serbiens in irgendeiner Weise eingebunden gesehen hat. Und die österreichische Forderung, die dann gestellt worden ist, ähnlich wie 1909, allerdings nicht nur, dass sich Serbien entschuldigen soll, sondern dass es eben jetzt sehr viel mehr tun soll, die ist dann nicht ausreichend zustimmend beantwortet worden. Und zwar eigentlich nur in einem Punkt. Österreich hat von Serbien verlangt, dass österreichische Untersuchungsorgane an der Untersuchung der Hintergründe des Attentats mitwirken. Bei der Gelegenheit, und das war wohl die serbische Befürchtung, hätte sich herausgestellt, wie weit verzweigt die Verschwörung war, wie weit verbreitet Kenntnisse über Attentatsvorbereitungen gewesen sind. Und damit wäre natürlich auch eine Art Schuldnachweis zu erbringen gewesen. Das wollte Serbien nicht, daher hat es in dem Punkt etwas angeführt, was irrelevant war, dass es Verfassungsgründe wären, die das verhindern würden. Aber jetzt müssen wir wieder zu Franz Josef kommen. Franz Josef hat eben das alles verfolgt und er ist schon während des Zweiten Balkankriegs, wo es also schon wieder eine eminente Kriegsgefahr aus einem anderen Grund gegeben hat, schon bereit gewesen, auch Militär einzusetzen, wenn sich es nicht wieder einspielt, hat allerdings damals einen erklärten Gegner eines Kriegs gegen Serbien gehabt, und zwar in der Person des Thronfolgers, Franz Ferdinand. Franz Ferdinand wollte keinen Krieg gegen Serbien, weil er hat immer den Zusammenhang zwischen Serbien und Russland gesehen. Wenn man Serbien angreift, hat man Russland automatisch als Feind.
Transferdenant ist darauf ausgewiesen, das Verhältnis von mit Russland von Grund auf zu ändern und zu verbessern. Daher kein Krieg gegen Serbien. Nur der Franz Ferdinand ist jetzt tot. Und damit bleibt Franz Josef mit seiner Entscheidung über. Und er hat also jetzt gerade im Juli 1914 wieder eine Machtfülle gehabt, wie er sie, glaube ich, das letzte Mal so im Zeitraum zwischen 1848, 49 und meinetwegen 59 gehabt hat. Er ist ein praktisch absoluter Herrscher. Dazu trägt erheblich bei, dass in Österreich, wo es ja einen normalen Parlamentarismus hätte geben können, der Reichsrat sistiert war. Das heißt, es ist keine parlamentarische Behandlung irgendeines Vorgangs möglich gewesen, der in den Krieg mündet oder sonst irgendwohin. Der Kaiser ist buchstäblich mit seiner Machtfülle allein. Und er hat noch ein zusätzliches, er hat ja von seiner Macht relativ wenig delegiert gehabt. Und das Wichtigste war wohl die militärische Agenda, die hat er dem Thronfolger übertragen gehabt. Und der ist jetzt tot. Und damit fällt die gesamte militärische Agenda wieder an den Monarchen zurück. Das heißt, er ist klarerweise der allerhöchste Herrscher. Er hat den allerhöchsten Oberbefehl. Er ist selbstverständlich die politische Spitze des Gesamtreichs. Ja, und jetzt wird ihm eine Entscheidung abverlangt, die er aufgrund der Vorgänge durch die zurückliegenden 5 Jahre wohl in erster Linie im Zusammenhang mit Serbien gesehen hat. Und daher war es sein Entschluss, Krieg gegen Serbien zu führen, ja, ganz früh vorhanden gewesen. Ich schwanke nur, ob das schon bei der Rückkehr aus Bad Ischl am 29. Juni oder doch erst am 2. Juli gewesen ist. In der Zeitspanne ist die Entscheidung gefallen. Und von da an wird das eigentlich nur mehr exekutiert. Es wird österreichischerseits durch ohne dies nur 3 gemeinsame Minister und 2 Ministerpräsidenten wird der Krieg vorbereitet. Man soll ja in der Geschichte keine Was-wäre-wenn-Fragen stellen, aber es drängt sich doch eine Frage auf, wenn man die parallelen Ereignisse in Deutschland betrachtet, wo ja dort das Parlament zugestimmt hat. Wie wäre denn Ihrer Meinung nach eine Abstimmung im österreichischen Reichstag ausgegangen? Wäre wahrscheinlich gar nicht anders gewesen als in Deutschland bzw. im Reichstag in Budapest. Nicht? Wir haben also im Reichstag in Ungarn, in der ungarischen Reichshälfte, wir haben Reichsrat in Wien. Der Reichstag in Budapest zögert keinen Augenblick. Die Sache hätte nur insofern eben dann ein völlig anderes Gesicht bekommen, weil es eine parlamentarische Zustimmung gegeben hätte und da waren ja natürlich nicht nur die Nationalitäten der österreichischen Reichshälfte gefordert, sondern da sind auch sämtliche sozialen Gruppierungen bzw. die damals ja schon existierenden Massenparteien gefordert. Ein Punkt, der aber dann später 1918 sehr wichtig wurde, weil vor allem die Amerikaner ja darauf gedrängt haben, unter dem Titel Save for Democracy und so weiter, dass sie haben uns eigentlich diese Demokratie nicht abgenommen quasi. Sehen Sie da einen Zusammenhang oder ist das übertrieben? Ist das zu weit gegriffen sozusagen? Das stimmt in dem Zusammenhang wohl überhaupt nicht mehr, weil Kaiser Karl hat ja Ende Mai 1917 den Reichsrat wieder zusammentreten lassen und ihn einberufen, nie mehr assistiert, sondern bis zum Schluss die für ihn sicher auch in jeder Weise irritierende und ruinöse Debatten im Reichsrat mitverfolgt, weil da ist ja von der Sistierung im März 1914 offenbar bis Ende Mai 1917 im Verhalten der Völker nichts anders geworden. Da ist also sofort wieder der nächste Ausbruch an sehr, sehr
negativen Gefühlen für andere Nationalitäten bis also Ausbrüchen regelrechten Hasses zu verfolgen. Ein wichtiger Punkt bei den Überlegungen zum Ersten Weltkrieg und ein ganz wichtiges Faktum, warum er anders war als die Kriege vorher, er hat irrsinnig lang gedauert. Können Sie weiter sprechen? Ja, Entschuldigung. Warum hat der Erste Weltkrieg so lange gedauert, wie er gedauert hat? Hätte es eine Chance gegeben, den Krieg auch bis Weihnachten, die Leute sind in den Krieg gezogen, dass er bis Weihnachten aus ist? Naja, natürlich hätte der Krieg kürzer dauern können. Allerdings nur, wenn eine Kriegspartei oder ein Bündnis gesiegt hätte. Und das war nicht der Fall. Und daher gibt es keinen Kriegführenden, der zu Weihnachten oder Jahresende 1914 verbindlich irgendwo gemeint hätte, Schluss aus. Auch ein Verzichtfrieden wäre besser als die Fortsetzung dieses Kriegs, der schon ungeheure Opfer gefordert hat. Und das war ja wahrscheinlich auch eines der großen Probleme. Ich schließe das aus dem italienischen Verhalten sehr, sehr viel später. Da haben die Italiener angesichts der Bemühungen Kaiser Karls mit den Franzosen ins Gespräch zu kommen und halt irgendeine Art von Verzichtfrieden zu erlangen, die Italiener deutlich gemacht, wenn alle ihre Forderungen erfüllt würden. Die waren lang, ja. Ja, nicht nur ganz Südtirol, sondern es ist Istrien, Dalmatien, Triest. Der Quarnero, das war ja nicht so sehr wenig. Wenn all ihre Forderungen erfüllt werden, dann vielleicht. Aber ansonsten einen Frieden unter den Voraussetzungen, dass Italien weniger bekommen würde, als im 1915 zugestanden worden ist, das wäre dem italienischen Volk nicht zu vermitteln, weil es zu einer Revolution kommen würde. Angesichts des Umstands, dass dafür so unsägliche Opfer gebracht worden sind. Projizieren wir das zurück. Wir haben eine sehr, sehr ähnliche Argumentation zu Jahresende 1914. Die Verluste waren so außerordentlich groß, Humanverluste, materielle Verluste, dass kein Kriegführender offensichtlich das Gefühl gehabt hat, der eigenen Bevölkerung begreiflich zu machen, dass das alles mehr oder weniger umsonst gewesen sein soll oder halt nur ein geringer Zugewinn auf der anderen Seite einen relativ kleinen Verlust nach sich gezogen hätte. Darf ich eines noch? Bevor wir vergessen, die Unterschrift. Ja, bei Kaiser Franz Josef habe ich also etwas versucht, das jetzt schnell durchzukriegen. Sehr wahrscheinlich schon in Ischl gewesen, einmal in der Kaiservilla. Und ich war also heuer auch mehrfach dort. Bei der Gelegenheit habe ich etwas ganz Erstaunliches dort gesagt bekommen, beziehungsweise hat man mir auch die Ablichtung eines Dokuments in die Hand gedrückt, nämlich, dass dort gesagt worden ist. Und die Damen und Herren, die dort führen, sind entsprechend beschult worden. Kaiser Franz Josef hätte die Kriegserklärung nie unterschrieben. Er sei also buchstäblich reingelegt worden, und zwar von seinem Außenminister, vom Grafen Berchtold. Das ist ein Unsinn. Ja, und dann bekam ich das Dokument in die Hand gedrückt, nämlich die französische Übersetzung. Dieses Stück, die französische Roh-Übersetzung, die tatsächlich nicht von Franz Josef unterschrieben worden ist, sondern wenn Sie da hier schauen, also da steht irgendwo noch Berchtold dabei. Gut, was hat es damit auf sich? Gehen wir wieder zurück. Natürlich hat Kaiser Franz Josef die Kriegserklärung unterschrieben, und zwar den Akt, den ihm der Außenminister nach Bad Ischl gebracht hat. Sie sehen das also hier, wo zunächst einmal in der Mantelnote festgehalten worden ist, was alles vorgefallen ist und dass sich Serbien
trotz aller Bemühungen feindselig verhalten hätte und dass daher wohl der Entschluss zum Krieg gerechtfertigt wäre. Außerdem hätten bereits serbische Truppen auf. Es gibt ein von Burkhardt überliefertes Zitat von Kaiser Franz Josef, wohl so ähnlich formuliert, wie Sie es gesagt haben. Es ist also nicht Konrad von Hötzendorf gewesen, es ist Franz Josef. Konrad hat gemeint, vor ein paar Jahren wäre es noch ein leichtes gewesen, diesen Krieg gegen Serbien zu führen, eventuell eben auch eine Ausweitung des Kriegs in Kauf zu nehmen. Jetzt ist es schwer. Deutschland kalkuliert ganz klar, auch mit dem erstarkenden Russland und hat sich aus den Gründen, die also jetzt in dieser jahrelangen Einkreisungshysterie, würde ich fast sagen, abzuleiten gewesen sind, für den Krieg entschlossen und war also sehr wohl davon überzeugt, dass es 1914 eine letzte oder eine späte Gelegenheit ist, um diesen Krieg zu beginnen. Es ist allerdings so, bei den Militärs sieht man ein bisschen andere Denkweisen als bei der Politik. Die Militärs denken alle offensiv, die Militärs sind davon mehr oder weniger überzeugt, dass sie siegreich Krieg führen können. Und wenn wir uns die deutsche Seite ansehen, dann ist es ja verblüffend, dass man gemeint hat, Frankreich in 6 bis 8 Wochen niederringen zu können. Und dann würde man die Truppen herumwerfen und zusammen mit den Österreichern auch noch die Russen besiegen. In Österreich ist man diesbezüglich sehr, sehr weniger optimistisch. Und ich möchte es also noch etwas, ja, ein bisschen schärfer formulieren. Österreich hat eine sehr eingeschränkte Sichtweise. Es schaut eigentlich nur auf Serbien. Und auch Franz Josef, auch wenn er sagt, ja, das können sich die Russen nicht gefallen lassen, schaut nur auf Serbien und die militärische Implikation sieht so aus, dass man ja genauso wie im deutsch-französischen Fall gemeint hat, Serbien kann innerhalb von ein paar Wochen niedergerungen werden und dann werden dort die Truppen frei, die man noch braucht, um zusammen mit den Deutschen die Russen zu besiegen. Alle sind davon überzeugt gewesen, dass es möglich wäre, innerhalb kürzester Zeit Siege zu erringen. Gut, dann gehen wir in den Krieg hinein und es passiert doch etwas, was dann, glaube ich, keiner erwartet hat, oder auch doch. Die Engländer verhängen eine Seeblockade und unterbinden damit den Wirtschaftsverkehr mit den Mittelmächten. Ist das vorhergesehen worden oder eben nicht, weil alle geglaubt haben, dass der Krieg so kurz dauert? Naja, in Österreich, um das auch nochmals zu unterstreichen, denkt man zwar an Serbien und Russland, aber nicht an Frankreich und England. Das ist ein deutsches Problem. Auch Kaiser Wilhelm war also in jeder Weise überrascht und geschockt, dass England dann auf der Seite da in den Krieg eingetreten ist. Nur da muss ich mich fragen, ja was denn? Ja, das ist ein Bündnis gewesen und die österreichische Erfahrung ist natürlich dann eine andere gewesen. Italien hat sich genauso wie Rumänien für neutral erklärt. Und damit fällt ein Teil des Bündnisses weg. Im Fall der Entente war das nicht der Fall. Das war für Deutschland, ja, zumindest unerwartet, vielleicht sogar ein regelrechter Schock. Nichtsdestoweniger mindert es nicht die Siegeszuversicht. Dass die Engländer dann begonnen haben, die Zufuhren zu behindern, es ist ja zunächst einmal im Jahr 14 noch nicht sehr viel mehr. Das verursacht zunächst ja auch keine nennenswerten Unruhen. Auch im Jahr 15 ist also jetzt die Behinderung von Zufuhren über See etwas, was sich auch in Österreich noch nicht großartig auswirkt, weil es gibt noch genügend Länder, über die importiert werden kann, über die auch Güter zu beziehen gewesen sind, die hier an sich nicht vorhanden waren oder nicht in ausreichenden Mengen vorhanden waren.
1916 schaut die Sache dann anders aus. Und daher nimmt eben jetzt dann, nachdem er es ja eh schon 15 versucht hat, der U-Boot-Krieg seinen Beginn und gipfelt ja dann schließlich im sogenannten uneingeschränkten U-Boot-Krieg, mit dem halt versucht worden ist, die britischen Zufuhrblockaden zu durchbrechen und die Engländer jetzt dann so schwer zu treffen, dass sie bei ihren ebenso unendlich notwendigen Importen aus den USA zum Beispiel oder aus Südamerika nicht mehr ausreichend versorgt würden. Da gab es ja auch einen berüchtigten Fall, den Fall Ancona. Lucona. Na, Ancona. Muss ich Ihnen lassen, wenn wir sprechen. Das war später. Lusitania. Ja, aber für Österreich war die Ancona wichtiger. Ja. Wie beurteilen Sie diesen Ancona-Fall? Es war ja eigentlich kein österreichisches U-Boot, sondern ein deutsches U-Boot, aber ein österreichischer. Ja. Es war ein deutsches U-Boot mit dem Kommando von Herrn Valentiner, der sich also sehr